eine sehr praktische neue Funktion ist das Löschen von sämtlichen leeren Spuren auf einmal. Gerade am Ende eines Projekts kommt es häufig vor, dass man sehr viele leere Spuren noch übrig hat, insbesondere wenn man Bereiche nachher gruppiert. Klicken Sie einfach auf einen freien Bereich auf der Timeline und wählen dann alle leeren Spuren entfernen.